Hallo Leute, heute ein Elektrotechnik in 5 Minuten. Ja, Thema Ford Focus Kupplungsgeschichte habe ich euch einmal ein Video, glaube ich, vor einer Woche reingestellt gehabt, dass ich euch eure Hilfe brauche bezüglich der Kupplung, was jetzt hier Sache ist, was das sein könnte, dieses Problem. Und ja, also Stand des letzten Sonntag beim Video war ja, dass die Kupplung sozusagen trennt, aber halt bei laufendem Motor der erste Gang nicht mehr reinkommt. Wenn man das jetzt mit Kraft, also zu dem Zeitpunkt mit Kraft, den Gang noch reindrückt, während der Fahrt funktioniert es. Man kann wie jedes Auto mit Schaltgetriebe auch noch ohne Kupplung schalten. Also das geht auch, man muss natürlich die richtige Drehzahl entsprechend wissen. Und ja, Problem bei der ganzen Geschichte war also bei einer Fahrt und so weiter ist dann aufgefallen, dass die Kupplung immer weniger trennt. Am Schluss hat sie gar nicht mehr getrennt sozusagen. Dann ist es richtig schwer geworden, weil ja, anfahren ist dann ein bisschen schwierig. Genauso wie es halten von einem Motor. Also ja, anyway. Auf jeden Fall waren wir jetzt werkstattmäßig und die Kupplung wurde erneuert. Und ja, der Geberzylinder ist halt da defekt gewesen und auch die ganze Kupplung ist schon ja, ein bisschen älter, ein bisschen verschlissen. Die ist auch erneuert worden. Und ja, dann entsprechend, was haben wir noch gehabt? Dann, ja, da muss man das ganze Zeug, also die ganze Getriebe musste rausgebaut werden. Dann Kupplung, ein Ausbau. Dann haben wir noch Bremsflüssigkeit, weil das hängt anscheinend mit dem System zusammen, mit dem Bremsen. Also die Bremsflüssigkeit wird da auch hergenommen für die Flüssigkeit sozusagen zum Trennen der Kupplung. Und ja, der Kupplungssatz mit zwei Massenschwungrad wurde dann sozusagen erneuert. Und ja, im Ganzen kostet der ganze Spaß, so mit Märchensteuer, wie es so schön heißt, 1100 Euro. Eine Sache dazwischen ist noch eine Achsmanschette, wurde noch zusätzlich erneuert, weil die kaputt war. Aber so 1000, sagen wir 1050 € hat der ganze Spaß gekostet, damit der Ford hier wieder bewegt werden kann. Das hier zum, wie gesagt, Update hier zum Ford Focus. Der fährt jetzt wieder und alles in Ordnung. Und jetzt möchte ich mich an dieser Stelle nochmal bei euch riesig bedanken. Damit, wie gesagt, Dankeschön für die Unterstützung und so weiter. Und ja, werde euch nicht mehr weiter zuspammen mit den Videos hier. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und morgen könnt ihr euch schon wieder auf ein neues elektrotechnisches Video freuen. Also macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Nicht vergessen, hier oben abonnieren. Tschüss.